Was geht? Hi, willkommen zu diesem kleinen Update-Video bezüglich der ganzen Hochwasserkatastrophe, wie es bei mir in der Heimat aussieht, wie der Stream gelaufen ist und vor allen Dingen erstmal eine riesige fette Danksagung an der Stelle hier. Wir haben es tatsächlich geschafft, über das Wochenende die ganze Aktion Swap relativ schnell zu launchen. Ein riesiges, unglaublich fettes Dankeschön geht nochmal raus an Ed. Was ist das denn? Dustin, Digga, du bist ein absoluter King, was du da aufgestellt hast. Vielen, vielen Dank und wirklich krass geil, wie das alles organisiert worden ist, so schnell von dir. Ganz große Shoutout geht natürlich auch wie immer raus an Better Place, die das einfach maximal geil abgewickelt haben. Wir können hier auch wieder davon sprechen, dass es natürlich wieder ein Spendenbeleg und alles gibt. Sehr, 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 sehr geil. Ein anderes großes Dankeschön gilt natürlich allen Leuten, die hier gespendet haben. Wir haben jetzt Stand gestern Abend, wir haben ungefähr die Grenze gezogen bei 400.000. Momentan sind es, glaube ich, um die 460.000. Ich kann euch den genauen Betrag sagen. Kleinen Moment. Stand jetzt sind es 458.440,70 € tatsächlich. Wir cappen aber jetzt erstmal bei 400.000, weil wir jetzt schon wissen, wie wir diese 400.000 aufteilen. Und dazu dient auch dieses Video, um ein bisschen zu erklären, wohin das ganze Geld geht und wie gesagt, einfach mal Danke zu sagen. Ihr seht hier schon die ganze Zeit eine Liste von Leuten durchlaufen. Das sind alle Streamer, die sich bei unserem Discord gemeldet haben und den Link selber nachweislich bei sich benutzt haben auf Twitch. Das sind Streamer, Streamerinnen sämtlicher Größe. Die haben unterschiedlich viele Zuschauerzahlen, aber trotzdem unglaublich viel geschafft in der kurzen Zeit. Also was wir in 2 Tagen echt aufgestellt haben mit eurer Hilfe ist unglaublich geil. Klar geht natürlich auch ein riesiges Dank raus an alle, die gespendet haben. Das ist unfassbar. Wir sind todesdankbar. Da waren noch ein paar echt größere Spenden dabei von verschiedenen Managements und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auch hier, jeder Euro hat gezählt und vielen, vielen Dank dafür. Wir lassen die Aktion jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen weiterlaufen, weil wir gerade merken, es gibt einen unglaublichen Pace. Irgendwie läuft die Sache immer noch weiter und vielleicht knacken wir irgendwann die 500.000. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, spendet gerne mit rein. Wann die Aktion dann genau endet, wissen wir noch nicht. Wir lassen jetzt einfach so lange weiterlaufen, bis wir merken tatsächlich, dass da nicht mehr viel bei rumkommt und beenden die dann offiziell und wissen aber jetzt schon, wie wir die bis dato ungefähr eingebrachten 400.000 verteilen möchten. Und zwar haben wir uns relativ schnell da auf ein paar Organisationen und Städte und Kreise halt einigen können. 50.000 € gehen an das ASWSB NRW Rheinland-Pfalz, an die Diakonie Rheinland-Pfalz gehen 50.000 €, 50.000 € gehen an die Help Foundation, Deutsches Rotes Kreuz kriegt ebenfalls 50.000 €, die Caritas Bonn kriegt 50.000 €, Aktion Deutschland hilft 50.000 €, das THW bekommt 50.000 €, die Stadt Schleiden, das ist wie gesagt die Region, wo ich selber herkomme, 20.000 € und das sind momentan 370.000. Wie gesagt, da werden nochmal 30.000 eine weitere Organisation, auf die wir uns gerade noch versuchen zu einigen, weggegeben und dann haben wir das so schon mal verteilt. Genau, wir wollen es dann so machen, dass jede weitere Stadt und Gemeinde tatsächlich jeweils, wenn das Geld dann da ist, 20.000 erhält. Also jede Stadt und Gemeinde, die sich bei uns meldet, kann gerne, wie gesagt, hier auch nochmal eine Zuwendung bekommen. Und wir hoffen, dass wir so roundabout 500.000 tatsächlich jetzt nach der kurzen Zeit irgendwie schon zusammen haben. Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert. Die wohnt ja, wie gesagt, im betroffenen Gebiet. Bei denen ja soweit, glücklicherweise, habe ich ja schon im Stream gesagt, alles in Ordnung. Ihr werdet auch später noch im Anschluss einen ganz kurzen Talk von mir sehen, wo ich auf Twitch ein bisschen durch ein paar Bilder gegangen bin, ein bisschen beleuchtet habe, was bei mir eigentlich in der Heimat los gewesen ist und wie lucky ich persönlich gewesen bin und wie unlucky sehr viele meiner Freunde und Kollegen gewesen sind. Also meine Mama hat gerade gesagt, ich soll nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön raushauen an alle Helfer, die wirklich runterfahren, einfach mit anpacken, Sachspenden runterbringen. Aber es kommen teilweise Leute aus dem Kreis Aachen, es kommen Leute aus Hannover bis runter in die Eifel gefahren und helfen damit, pumpen Keller aus. Ich bin am Wochenende auch nochmal mit vor Ort. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, gebt es dazu auch nochmal, wie gesagt, ein paar Links in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne informieren. Hilfe ist überall gebraucht. Gerade ältere Menschen brauchen in diesen Tagen echt sehr viel Hilfe beim Ausräumen des Kellers und würden uns an der Stelle sehr freuen, wenn ihr da irgendwie noch Zeit für habt. Ja, das war es eigentlich schon von der Danksagung. Ich hoffe, ihr habt euren Namen hier irgendwo sehen können. Das ist relativ schnell durchgelaufen, weil echt viele Leute dabei gewesen sind. Am Anschluss jetzt, wie gesagt, noch ein ganz kleiner Talk, um nochmal meine persönliche Komponente damit einzubringen. Wirklich, ich bin unfassbar überwältigt von der ganzen Aktion. Sehr, 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 sehr dankbar an so viele Menschen, die hier gespendet haben, gestreamt haben, mitorganisiert haben. Riesiges Dankeschön und diese Zusammengehörigkeit und wie schnell wir das aufgestellt haben, zeigt einfach nochmal, wie unglaublich nice das Internet ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Talk und wir hören uns morgen bei einem weiteren Video oder heute Abend im Stream. Macht's gut, ciao, ciao. Das ist die Innenstadt, Leute, von der Stadt, wo ich herkomme. Das ist die Innenstadt von Euskirchen. Komplett zerstört. Das sind aber nur Schäden in Geschäften. Das ist so der Platz. Unweit von da ist meine Schule. Also das ist wirklich, wirklich krass. Das ist halt in Erftstadt, wo auch Bekannte von mir wohnen. Hier war mal ein Dorf, also hier ging eigentlich noch eine Straße weiter. Mehrere Leute immer noch vermisst. Ja, das ist halt, wie gesagt, die Innenstadt aus der Stadt, wo ich komme. Alles halt im Arsch. Ich guck mal ganz kurz. Ja, das ist weiter Innenstadt. Genau, und das hier fand ich halt ziemlich krass, weil das ist einfach meine alte Schule. Ja, das ist meine alte Schule, das habe ich auch auf Twitter gefunden. Das hier, also ich glaube, das ist sogar mein Klassenraum hier oben gewesen. Hier oben das. Und ihr seht es ja, die Schule, das sind 4 Etagen. Ja, das sind 4 Etagen gewesen und da ist nichts mehr von übrig. Also da ist nichts mehr von übrig von der Schule. Die ist renoviert worden. Eigentlich ist hier nochmal eine Etage drunter. Also ihr seht ja hier, das ist die oberste Etage. Hier müsste irgendwo unser Klassenraum gewesen sein früher. Da eine Etage drunter und dann nochmal eine Etage drunter ist der Eingang gewesen. Und hier unter diesen Wassermassen
Straßen, die so 3, 4, 5 Meter teilweise hoch standen, je nachdem, ist eigentlich dann der Schulhof gewesen. Ne? Ja, also die haben uns halt auch nochmal wirklich Geschichten erzählt. Ich will da jetzt auch zusätzlich ins Detail gehen, weil das wirklich Sachen sind, die extrem belastend sind, wenn... Ich habe einen Kollegen bei der Polizei, der hat leider Gottes mitbekommen, wie mehrere Leute während seiner Schicht verstorben sind. Und er konnte dabei nichts machen. Ja, der konnte quasi wirklich fast nur zuschauen. Hier auch eine andere Stadt, in der ich auch sehr oft früher war, Bad Münstereifel. Ihr seht's, die ganze Innenstadt, historische Gebäude. Das hier ist ein kleiner Wasserkanal gewesen. Ja, da stand das Wasser 10 cm hoch oder sowas. Oder 30 cm, das fliegt so ein bisschen durch die Stadt durch. Komplett überflutet. Also das sind jetzt nur die Bilder aus der Region, wo ich herkomme. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Regionen, die ebenfalls betroffen sind. Aber das ist jetzt das, was ich am eigenen Leib aus Verwandtschaft und Freundschaftskreisen mitbekommen habe. Erik Gronk ist ja auch betroffen. Das ist nicht in Worte zu fassen, Mann. Das lässt einen sprachlos zurück. Vor allen Dingen, wie gesagt, nochmal intensivierter, wenn man halt selber irgendwie vor Ort ist und halt auch mitbekommt, was da los ist. Eine ganz schlimme Geschichte, die ich mitbekommen habe, stammt tatsächlich auch aus der Eifel, ging darum, dass eine Talsperre geöffnet werden musste, weil sonst 3 Dörfer geflutet worden wären. Dann ist die Entscheidung gefallen, okay, wir öffnen jetzt die Talsperre und dann ist die Talsperre abgelassen worden, kontrolliert. Dann ist aber das Strom ausgefallen, das Notstromaggregat hat nicht mehr gegriffen und die Talsperre hat ein halbes Dorf weggerissen gefühlt und konnte nicht mehr geschlossen werden. Und die Anwohner des Hauses, die quasi in diesem Abfluss oder am Hang wohnen oder in der Nähe von diesem Abfluss, die waren nicht vorbereitet. Plötzlich schießt eine Wasserwand auf dich zu von weiß ich wie vielen Metern. Das ist verrückt. Max. Ey, was geht? Hi, alles gut? Ja, wie ist bei dir? Ja, wir haben gerade schon ein bisschen Kohle gesammelt. Wir sind jetzt bei 88.000 Euro. Geil, wer macht da alles mit? Du hast den Spending jetzt auch unten drin, ne? Ja, müsste ich haben. Ja, mega geil, Alter. Kuss. Ich check ab. Ja, so ist es leider, Max. Es ist wirklich einfach nur schlimm. Einfach nur schlimm, ehrlich. Das ist brutal, Alter. Warum ist das die Jahrhundertflut? Hat man da irgendwas, weiß man warum oder ist einfach... Also ich kann es dir zumindest sagen aus den Gebieten. Das sind ja alles hier Städte und Fotos und sowas, die ich gerade im Stream zeige. Das sind ja alles von Kollegen, die halt in Städten wohnen. Mhm. Das sind ganz kleine Bachläufe gewesen. Und die haben alle in der Eifel Talsperren, die zum Teil echt wasserhoch gefüllt gewesen sind. Ja. Und man hat halt gedacht, es kommt ein trockener Sommer. Ja? Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen noch kommen. Wahrscheinlich erwarten wir einen unglaublich heißen Sommer. Und die sind dann jetzt halt alle übergelaufen, mussten zum Teil notabgelassen werden. Jetzt beispielsweise im Ort eines Kollegen von mir. Eine Talsperre wurde notabgelassen, Sirene geht an, der Notablass läuft über, nimmt erstmal gefühlt 6 Häuser mit. Wir haben keine Möglichkeit zu entkommen, 6 Häuser sind schon mal überschwemmt. Und dann ist die Pumpe aber ausgefallen, das Aggregat, dann läuft die ganze Talsperre ins Dorf. Und solche Kettenreaktionen beschleunigen das dann. Siehst du das Ding, wenn das Wasser einmal übertritt, dann hast du ja tatsächlich... Was war das, 200 Liter die Minute pro Quadratmeter Liter oder so? Ja, richtig, genau. Holy Dann hast du dann teilweise auch eine Sogwirkung. Wenn das Wasser ja einmal über den Bach läuft, tritt, zieht es ja alles in die Dorfmitte hinein und so weiter und so fort. Mhm. Steigt immer weiter an. Schlammlawinen halt. Ey, Bro, wir haben Dinge gesehen, das ist unvorstellbar, ja. Das sind Traktoren gewesen. Ein Traktor. Wie viele Tonnen wiegt ein Traktor? Ich weiß es nicht. 6, 7 Tonnen, keine Ahnung. Digga, das ist unter der Brücke geschoben worden, hat die Brücke mitgenommen. Autos, die sich um Laternen gewickelt haben. Laternen in Häuserwände rein. Wasser hat so eine brachiale Kraft. Wir haben vor Ort mit den Rettungsleuten gesprochen und das ist, also Horrorstories des Todes wirklich. Horrorstory, die weiß man schon Schaden, was insgesamt viel kaputt ist und wie viele Tote? Tote, glaube ich, bestätigt es um die 200, aber immer noch über 1300 Leute vermisst, ne? Und vermisst heißt in dem Falle, man weiß es halt nicht. Die können bei Verwandten untergekommen sein, aber viele Leute sind noch einfach, also ein Feuerwehrmann, den ich sehr gut kenne, hat zu mir gesagt, je mehr Keller wir leer pumpen, umso mehr Tote finden wir halt, ne? Weil, klar, die Leute gehen halt in den Keller und dann hast du das Problem, bricht das Fenster, dann kannst du die Tür nicht mehr öffnen, Unterdruck entsteht und dann ist vorbei, ne? Also das ist, Ultra krank. Umso geiler, dass man da mit Reichweite was machen kann. Absolut. Geht direkt an Better Place. 1000 Euro rübergeschickt. Sehr cool, man kriegt eine Spendenquittung, ne? Richtig, genau. Better Place stellt dann die Spendenquittung aus für die Steuer und so weiter und so fort. Das ist jetzt fast bei 91.000 Euro schon, das ist Wahnsinn. Knapp vor den 100.000. Oh ja, geil, Wirklich, wirklich verrückt. Also ehrlich, vielen Dank dafür. Finde ich sehr cool. Krass, Leute. Wie solidarisch hier die Twitch und Gaming und Internet-Community ist. Twitter auch mit dabei. Alle Leute irgendwie mit am Start. Mega, mega nice. Wirklich, also echt cool, Mann. Wirklich. Das ist die heftigste Flut, Regen, Niederschlag der letzten 100 Jahre. Ja, gefühlt schon. Also zumindest, ich meine, es gibt noch keine analytische Aufarbeitung davon, aber gemessen am Schaden auf jeden Fall. Das Problem ist halt... Wenn man das mal irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo in Kolumbien oder so sieht, wo das mal passiert, wo da regelmäßig passiert oder irgendwo in Asien, wo es teilweise so krasse Niederschläge gibt, dass das einfach alle paar Jahre passiert. Aber das in Deutschland zu sehen, ist schon... Ja, also ich habe...
Ich habe zum Teil gedacht, ich bin im Kriegsgebiet gewesen, wirklich. Es war so sehr desaströs zerstört. Das hat sich wirklich angefühlt wie, ja, wie ein Kriegsgebiet tatsächlich, ne? Jetzt ist die Scheiße, wir haben währenddessen noch eine globale Pandemie, ne? Das heißt, die Leute setzen alles zusammen. Das Grundwasser ist nicht mehr verträglich, weil Öl, Benzin, Gas, Fäkalien durch Rohrbruch und so weiter sofort, Kläranlagen, die überschwemmt sind, Chemikalien ins Grundwasser gelangen. Das wird Jahrzehnte dauern, bis das wieder aufgeklärt ist, bis man da wieder normales Grundwasser genießen kann. Straßen, die unterschwemmt sind, Brücken, die weg sind, infrastrukturell, Bahnverkehr. Das wird alles Jahrzehnte teilweise, also Jahre dauern, bis das alles wieder irgendwo instand gesetzt ist. Und dann kommt nochmal dazu, dass viele Leute nicht gegen sowas versichert sind, weil viele Leute einfach keine Elementarversicherung haben. Weil du rechnest damit einfach nicht. Eine Elementarversicherung ist sehr, sehr teuer, weißt du? Ja. Das heißt, hinzu kommt nochmal der ganze private Schaden, Verlust von Angehörigen, Nutztieren im landwirtschaftlichen Bereich, natürlich Haustiere, die weg, davon geschieden sind und so weiter und so fort. Das ist alles nicht mehr wirklich aufzuarbeiten. Das ist so verrückt. Also klar ist es natürlich aufzuarbeiten, aber es dauert halt. Ne? Also es ist wirklich Kriegszustand zum Teil. Kriegszustand, ehrlich. Wenn du halt überlegst, dass sich ein Auto um einen Baum wickelt und dann der Baum in die Kirche fällt und die Kirche fällt dann zusammen und bildet dann einen neuen Staudamm, so Kettenreaktionen haben sich halt ergeben. Das ist, Digga, krieg ich Gänsehaut, Mann, wirklich. Wie groß ist das Gebiet, die Leute da betroffen sind? Sind das so wenige, ein paar Sachen, die dann richtig heftig betroffen sind? Oder sind das, wie viel Häuser sind das ungefähr? Ich kann also, mir das nicht vorstellen. Also, pass auf, in den Dörfern, wo wir jetzt gewesen sind, bei mir zum Beispiel, die Schule steht in Kall. Mhm. Wir sind selber durchgefahren. Ich will das nochmal ganz kurz erklären, warum wir überhaupt da gewesen sind. Also, nochmal, nicht, dass es aus deinem Chat irgendwer falsch versteht. Wir haben uns ein geländefähiges Fahrzeug genommen, sind zum Metro gefahren, haben Wasser gekauft und Konserven und sowas und sind in Absprache mit Rettungskräften, die wir vor Ort kennen, runtergefahren, haben eine sichere Route gehabt und kommen aus der Region. Also nicht, dass jetzt einer gedacht hat, ich gehe da runter und filme ein Video oder sowas oder gehe hier ein schlechtes Vorbild voran. Ganz wichtig, macht das bitte nicht. Also fahrt nicht runter, wenn ihr euch nicht auskennt und fahrt nicht mit irgendwelchen Sachspenden runter. Haltet die zurück und gebt die in den Städten, in den Abgabestellen ab, da wo sie hingehören. Die teilen das dann auf. Alles gut. Und wir sind halt runtergefahren. Teile der Ortschaft sind komplett in Ordnung gewesen. Ja. Da ist wirklich nichts gewesen, wenn die ein bisschen höher gelegen gewesen sind. Und dann fährst du aber nur 50 Meter weiter. Das sind ganze Straßenzüge, desaströs zerstört. Und das hat dann auch, wie gesagt, super viele Kettenreaktionen gegeben. Halt, das Wasser bricht durch die eine Fensterfront, schwemmt dann irgendwie den Keller voll. Dann steigt irgendwo Heizöl aus, das entzündet sich dann. Also solche Geschichten, das ist wirklich verrückt. Mhm. Und da war das Wasser hatte da einfach nur so eine absolut heftige Kraft, dass jetzt nicht wie in Hamburg, wenn Hochwasser ist, dann steigt die Elbe mal 10 Meter und alles ist unter Wasser. Nee. Sondern das ist da einfach ein Berg und ein Tal und das Ganze rast da einfach mit 1000 km/h den Hang runter, das Wasser, durch die Städte. Wenn du gerade mal willst, ich habe ein Video bekommen von einem Kollegen, der selber in der Stadt gewohnt hat. Schick mir das mal bei Discord. Das kann ich, glaube ich, hier ganz gut mal teilen. Und das Alter, halt, what the fuck? Ja. Also, und das ist halt noch wenig Wasser gewesen, ne? Ja. Also das war noch kein hoher Wasserstand. Der war teilweise 3-4 Meter hoch, ne? Das ist ja, was für eine Wucht das Ding hat, das holy shit. Das lässt sich nicht in Worte fassen. Das